So, sehr schön. Guten Morgen. Und herzlich willkommen zu der nächsten, zu einer neuen Folge. Sehr gut. Und wie man oben schon sehen kann, Pickup Simon 2. Wo ich mich offensichtlich geirrt habe, wenn es nicht noch einen dritten Teil gibt. Wobei ich mich persönlich frage. Wo zum Fick ist Tamamo? Denn die ist hier offensichtlich nicht drin. Aber egal. Zur Öffnung. Einfach mal die Quarz raushauen, die ich letztens gekriegt habe. Zum 100 Tage. Und zur 100 Tage Aktivität. Und ja, ich bin auch wieder müde. Aber vielleicht. Quarz über Quarz. Quatsch, Crafting-Essenzen über Crafting-Essenzen. Und sonst nur Scheiße, natürlich. Ja, diese Summe auch was ordentliches kriegen. Vor allem nur die Drecksquarting, das sind die kein Schwamm braucht. Nice. Okay. Gut, hier geht's weiter. Ja. Wollen wir in Archer mit? Weil der Löwenanteil der Gegner ist ja... Naja. Quasi schwach dagegen. Oder immer noch neutral. Und ja, nein, sorry, aber extra vorlesen werde ich das alles nicht. Hat mit unter dem Grund, ich für meinen Teil habe das damals auch nicht vorgelesen gekriegt, als ich angefangen habe, Englisch zu lernen. Und ja, learning by doing. Ist dann das Beste, was machen kannst. Man kann zur Not halt Google nutzen oder ähnliches. Wenn man ein Wort findet, was man nicht versteht. Und da ist halt, also für das einzelne Wörter übersetzen, ist Google schon nicht verkehrt. Ganze Sätze würde ich nicht übersetzen lassen. Oder man nimmt sich halt ein Wörterbuch. Aber Fakt ist halt, dass man so noch mit am besten Englisch lernt. Und die so nicht stundenlang vor dem Vorlesen hängen. Und so kommt das doch an. Dachte ich zumindest. Ja, die Piraten-Zombies. So.
Da war ja noch was. Weißt du, den einen müssen so dritt ran? Den machen sie quasi schon alleine platt, die Wald. Das nimmt man Unterschied zwischen Arzt und Buster gerade. Tatsächlich. Gelegentlich leichte Tonaussätze im Spiel. Das klingt nicht nur für mich so. Schade. Ich hoffe persönlich, dass das nicht zu schlimm ist. Und zum Fick nochmal, ich hoffe, dass mir das bei der Xbox, bei der PS4 nicht passiert. Denn vom nächsten Monat ein ganz neues Spiel mal streamen und das wäre halt ein bisschen doof, wenn das da auch passieren würde. Das ist ein Remaster von einem Spiel, was in Deutschland nie rauskam. Sehr viele Parts werde ich heute sowieso nicht aufnehmen. Aber wenn ich möchte, dass was kommt, muss ich halt. Das ist sowieso nicht so schlimm. Das sind eine Stunde aufnehmen für viele Parts, nochmal ein bisschen rendern. Und das Uploaden dauert tatsächlich nicht lang. Das Rennen kann eigentlich so ein bisschen schlimm sein, weil der PC zu langsam ist, auch einmal. Damit gelegentlich das Rennen den ganzen PC da anlegt. Das ist schon witzig. Ist einfach mal so eine Frage, da wir gerade im ersten Part sind. Soll ich vielleicht die Sounds stellenweise ein bisschen absacken? Also einfach mal für so eine Nanosekunde weg sind, was man halt schon kurz hört. Soll ich einfach mal hier den In-Game-Sound ausmachen und eigene Musik anmachen dazu? Entschuldigung, überlasse ich mal euch oder dir. Ja, wie viel Zuschauer. Bei den Ingame-Effekten kann ich das jetzt nicht machen, aber bei der Background-Mucke konnte ich das machen. Ist an der Stelle überhaupt kein Problem. Ich persönlich kriege jetzt mal einen Kollaps in einer Weile, wenn der Sound andauernd abspackt. Gut, andauernd ist vielleicht ein bisschen überzogen gerade. Mir geht es aber schon auf, sowas nach früher oder später schon hart auf den Sack. Und so nebenbei hier ran, wo wir haben es gerade 10 Uhr am zum Lügen 5. Oktober. Hat jetzt aufgestanden und noch nichts gegessen. Einfach nur, damit ich mal fix aufnehmen kann. Oder hey, so kennt man das, ja. Gestern war ich schon um 8 Uhr wach.
Stets wo da hinten ist, doch, wenn man sich schon so einschlägt. Ja, dann schauen wir tatsächlich mal zwei Gameplay in einem Video. Aber auch nicht oft. Stimmt, der Eric Lodex. Der war ja hart. Hat wieder gefragt, warum ich nicht gesagt, es gibt aktuell nicht viel zu sagen. Leider. Also was nächstes Dings betrifft, also hier Projekte, wie man es nennen will. Anfang nächsten Monat kommt TagGU Last Record raus und das habe ich halt vor, mir für PS4 zu holen und dann dementsprechend auch direkt zu streamen. Das ist so ein geiles Game, da warte ich locker 10 Jahre drauf und naja. Ah, die Stimme hat aber auch gerade harten Leck gehabt. Richtig harten Leck. Na, die Backbone-Musik ist schön. Dieses Mal. Das wird ja witzig nachher. Wenn ich überlege, dass sich die Stimme vom Spiel nachher so anhört. Also die Stimme in anderen Spielen und sowas.
Okay, schauen wir, sind mittlerweile bei 15 Minuten. Das heißt, ja, man sieht sich nächste Folge, also übermorgen wieder.